Long time no hear, long time no see. So, da bin ich mal wieder. Nach einer spannenden Woche. So. Bin ich denn hier live? Bin ich hier zu hören? Ja, ein bisschen leise, aber ja, ich bin zu hören. Wunderbar. Dann können wir hier das auch nochmal aufrufen. Dum-di-dum-di-dum. Hier bin ich auch schon live. Wie angenehm. Bin ich hier denn zu hören? Ja, hier bin ich auch zu hören. Gut, dann können wir uns teilen. Ach, nein, Quatsch. Ja. Dann wittern wir das Ganze mal. Schließen den Tab wieder, lassen den Tab offen. Hier mal kurz in die Mitteilung gucken. PS5 Optik sagt. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich hier noch ein bisschen rumtwitter, aber ich denke ja immer, also ich fange ja immer, ich mache ja nicht irgendwie hier noch stundenlang, bitte warten, bitte warten. Aber ich will den Leuten ja eine Chance geben, mitzukriegen, sowohl über Twitch als auch über Twitter, dass ich streame. Und deshalb, ja, dödel ich hier jetzt noch ein bisschen rum. Öle ein bisschen, versuche meine Stimme mal ein bisschen in Gang zu kriegen. Ich merke nämlich gerade, dass sie belegt ist. Entschuldigung. So, ja, in Hamburg stürmt es. Und zwar ordentlich. Richtig pustig draußen, würde ich sagen. Und die S-Bahn Hamburg twittert im Viertelstundentakt, dass irgendwelche Strecken gesperrt sind wegen Baum auf Gleis oder Baum in Oberleitung. Genau. Die S-Bahn hat teilweise Oberleitung. Teilweise? Teilweise. Genau. Scrollen wir hier mal durch. Die Bahn stellt wegen Sturmschäden Fernverkehr in Norddeutschland ein. Ja, ach. Ihr seht mich überhaupt nicht überrascht, weil es ist schon heftig. Jetzt posten sie alle dieses Hochhaus. Da würde mich immer interessieren, ob das ein Fake ist. Das packen wir mal die Lesezeichen. Dieses Haus mit den unregelmäßigen Fenstern, wo jetzt jeder irgendwie einen Witz mit Word macht. Es liegt nicht an Word, es liegt an den Leuten, die Word nicht bedienen können. Ne? Just saying. Gut. Ja, ich würde sagen, wenn ich hier so gucke, dann bin ich hier so ziemlich durch. Durch bin ich sowieso. Ja. Kiel is Calling hat auch Sturm. Klar, der wohnt ja auch im Norden. Gut. Oh, ja, schon jemand im Chat. Hallo, Westkirchen. Ich hatte noch gar nicht, ich war ja noch in Twitter unterwegs, deswegen hatte ich noch gar nicht kein Auge auf den Chat. Dann, oh, drei Zuschauer. Dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Die Lampe flackert schon wieder. Naja, aber ich habe jetzt die Belichtung von der Handykamera. Da ist die Handykamera. Dann legen wir doch mal los. Muss ich noch irgendwas vorbereiten? Nö. Tastatur aus dem Weg, ohne irgendwas zu berühren. Ja, die bleibt also. Das ist immer mein Test, wo ich arbeiten muss, weil die Mitte von meinem Schreibtisch ist eigentlich hier, aber die Kamera ist mir hier. Tada. Ja, also die Geschichte dazu. Ich war auf meiner Schnäppchenseite, MyDeals, und die sagten, ja, hier beim großen bösen A gibt es das runtergesetzt. Runtergesetzt heißt in diesem Fall statt 9,99 8,29 €. Und das ist an sich natürlich jetzt nicht so der Hammerpreis oder das super Schnäppchen prozentual gesehen. Aber das hat einen Grund, weshalb ich dachte, das hole ich mir. Und der eine oder andere, der schon länger hier auf Twitch oder so mir folgt, der hat vielleicht schon eine Ahnung, wieso. Aber gut, wir werden es später erfahren. Also, wie man sieht, es ist ein 2 in 1. Es ist einmal so ein, weiß ich nicht, Harley-Verschnitt, würde ich sagen. Und es ist einmal, das nennt sich Action Bike.
warum auch immer, Actionbike. Das ist halt ein bisschen hoch bei, also ein bisschen aufgebockt hinten und vorne sehr aufgebockt und ja, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Aber wie gesagt, das fand ich so auf den ersten Blick ganz schick. Und mich hat das hier sofort mit der Kette und so, was ich leider nicht, ich habe auch nicht lange geguckt, ich nicht rausfinden konnten, das werden wir gleich sehen, ist da ein richtiger Motor drin? Das ist ja noch wichtig. Gut, ist leider natürlich einer von den brutal und blutberauscht Kartons. Nichts, ist ja auch nichts für die Ewigkeit. Abenteuerrückseite hatten wir schon. Wenig überraschend, Sticker. Das hat man schon gesehen, ne? Also hier hat man schon gesehen, hier, da ist ein Sticker, das sieht man sofort. Das scheint auch ein Sticker zu sein, das Lüftungsgitter. Das ist leider auch ein Sticker. Ich hatte gerade noch von der Optik gedacht, es wäre ein Print. Also ist natürlich, kann man ja bei so einem paar Euro-Set nicht erwarten. Das sind Sticker, die werden natürlich nicht aufgeklebt. So, wir haben keine Bauschritte, bei so einem kleinen Set auch nicht erstaunlich. Wir haben schön zwei unterschiedlich fette Reifen. Und wir haben Teile. Das ist ja sogar mathematisch einigermaßen sortiert. Wir haben einmal sozusagen die groben Teile. Der schnelle Mülleimer ist im Einsatz. Da. Ich sortiere mal ein bisschen, damit wir einen schönen Überblick über die Teile haben. Rot. Die roten. Das Rot gefällt mir bei den Rot und Technik. Ist, glaube ich, nicht so oft. Zwei unterschiedliche Felgen, passend zu den Reifen. Das habe ich noch nie gesehen. Hat ja nichts zu sagen, wenn ich einen Teil noch nie gesehen habe. Gleich zwei davon. Eine Achse, ein Zahnrad und noch ein kleines. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Muss ich mich mal hinterher schlau machen, ob das neue Teile sind. So, dann haben wir hier Fummelkram, sehe ich schon. Vorsichtig beim Auskippen. So, wir haben massenhaft kleine Achsen. Klar, bei so einem Technikmodell mit so kleinen Abmessungen macht man wahrscheinlich viel mit. Also viel mit, also man sieht das ja hier, der Rahmen scheint ja drei Liftarme breit zu sein. Wieso Pile of Shame? Achso, musst du noch bauen. Na, also man sieht ja hier schon, das ist größtenteils, ist dieses Set drei Liftarme breit und man sieht hier schon die ganzen Achsen. Wenig überraschend, dass da so viele Dreierachsen dabei sind. Es liegt irgendwie auf der Hand. Hülsen, Konnektoren, das ist ein Dreier, noch ein Dreier, aber in Dark und noch ein. Ich schätze mal, dass hier alles so halbwegs in symmetrischer Form, also in gerader Anzahl vorhanden sein wird. Ist aber nur ein Verdacht. Rote, große Pins, noch eine Achse, ein einsamer. Nee, Quatsch, zwei davon, wie ich schon sagte. Alles mal zwei. Packe ich dich hin. Vier. Oh, die Kette, da habe ich ja schon richtig Bock drauf. So, Kette lassen wir erstmal. Und. Die Maus ist sowieso außerhalb euer Gesichtsfeld. Jetzt kommen hier noch ein paar Sachen. Halbe Liftarme hatten wir da schon mal. Oh, oh. Wegrollende Achsstopper. Oh. Hier, ne? Na, was wollte ich sagen? Systemteile. Den schwarzen, den Airwolf von Bluebricks. Ja, irgendjemand hat mir in die Timeline gespült den Bluebricks, den schwarzen Lastwagen samt schwarzen Sportwagen, sprich Knight Rider. Also irgendjemand, niemand, dem ich folge, aber derjenige hat es retweetet. Irgendjemand in der sozusagen Timeline zweiten Grades hat sich das Knight Rider Set gekauft von Bluebricks. Wir haben ja, fiel mir letztens ein, als ich ein bisschen Inventur gemacht habe,
fiel mir ein, ich habe so geguckt, was habe ich alles in der Firma, was haben wir hier alles im Haus, wo haben wir das gekauft und wo, was kann ich davon vielleicht immer wieder abstoßen. Und dabei ist mir eingefallen, dass wir auf dem Spitzboden haben wir noch eigentlich ein ganz cooles Set. Das sind zwei riesengroße, im Sinne von sehr lange Tieflader und die sogar ein bisschen unterschiedliche Zugmaschinen haben. Und auf jedem Tieflader ist eine Haushälfte. Das ist auch von Blue Bricks, glaube ich, war das so ein Set. Das ist quasi ein Haus, ein quadratisches Haus, was aber in zwei Hälften gebaut wird. Ja, das muss ich, glaube ich, mal ändern, Westkirchen, Andi. Ich habe in letzter Zeit ein paar anderen Leuten entfolgt. Ich versuche, da ich bin ja Completionist, und deswegen versuche ich meine Follow-Zahl, also nicht meine Follower-Zahl, aber die Leute, denen ich folge, darf so ein bestimmtes Maß nicht überschreiten, sonst komme ich einfach nicht hinterher. Ich habe aber Leuten aus Gründen entfolgt. Eigentlich könnte ich dir jetzt mal folgen, weil macht irgendwie mehr Sinn. Ja, und wie gesagt, man baut zwei Haushälften, die man dann zusammenstecken kann. Und jede Haushälfte kann man aber auf einen der Tieflader jeweils packen. Das ist so diese amerikanische Idee von, ja, ich kann mein Haus mal kurz auf zwei Tieflader packen und umziehen. Ja, wie gesagt, das haben wir auf dem Spitzboden, weil das nimmt auch einfach sehr viel Platz weg. Ich weiß, es ist bestimmt nicht sehr spannend, aber ich bin nun mal ein Teile-Sortierer. Die Achsen hier, Vierer-Achsen in Rot. Ja, bei dem Haus, bei dieser, was ich gerade erzählt habe, diesem Hausset, was ja aus zwei Haushälften besteht, da ist das Problem, du baust zwei riesengroße schwarze Quadrate aus mehreren großen Plates zusammen und die werden dann mit Hinges auf dem Giebel festgemacht und dann, und die Hinges sind sehr, sehr widerspenstig. Das ist ja gut, also die Hinges hätten da wirklich ja, das Dach in Position halten können. Aber immer wenn man das Dach in den richtigen Winkel bringen wollte, sind die Hinges von den Dachplatten abgegangen und dann mussten wir zur Sünde greifen und mussten diese Hinges mit Sekundenkleber fixieren, weil es hielt einfach nicht. Und das ist nicht mal unbedingt darauf zurückzuführen, dass die Klemmkraft nicht ausreichend war. Die Klemmkraft war schon gut, aber es war einfach, ich sag mal, physikalisch, ja, physikalisch war es nicht zu schaffen, dass das nicht wieder sich ablöst. Und ja, da, wie gesagt, da habe ich ja auch bei Drittherstellern keine Skrupel, auch mal notfalls wirklich zur Klebe zu greifen, wenn das Set einfach sonst nicht funktioniert, weil die Leute vielleicht beim Konstruieren nicht daran gedacht haben, dass es sowas wie Schwerkraft gibt oder so. Wir haben auch von Modbricks diese kleine Version von Sternzerstörer über Jeddah. Da haben wir die kleine Version von Modbricks und da hielt auch etwas, das hielt partout nicht. Das lag auch nicht an der Klemmkraft der Steine. Es hielt einfach nicht und dann mussten wir das kleben. Es ging einfach nicht anders. Sowas würde Lego wahrscheinlich einfach nicht auf den Markt bringen, wenn sie merken, dass die Physik dagegen spricht. So, ich fange dann einfach mal an. Achso, ja. Ich suchte gleich den zweiten. Es ist natürlich wenig überraschend, dass hier das mit den, was ist hier denn für ein Schmuddel drauf? Ey, was ist das denn hier? Ey, das glaube ich ja nicht. Ja, Captain Future, hattest du erzählt, die Meteor. Das ist tatsächlich ein ganz kleiner, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich habe die Kamera wieder auf Autofokus gestellt, aber ihr seht, gut, hier sind so, man sieht das so kleine Dellen, aber hier ist richtig so ein Ditscher im also im Liftarm. Lego. Das haben wir aber auch schon mal besser gesehen. So. Zack, zack. Das ist jetzt auch, was war hier Alters? 7 plus, ja. Man merkt schon. Man sieht es an der Simplizität der Schritte, so nach dem Motto, bloß nicht zu viel auf einmal. Wir ab 200 ein nettes Geschenk, ein Oldtimer. Ja, ich habe im Moment gar keinen. Wir haben, wollte ich gerade sagen, wir bauen ja gerade das von Blue Bricks, das große,
wie heißt das, das große Bauernhaus. Da sind wir heute schon wieder dran verzweifelt, die Teile zu finden. Es fehlt auch wohl noch ein Teil. Ich habe ja schon was nachbestellt, weil Bluebricks da offensichtlich einen Fehler hat in dem Set, weil der Held hatte genau denselben Fehler. Er dachte, er hätte sich verbaut, aber definitiv liefern die einfach die falschen Teile. Ja, und dann haben wir noch den Infinity Gauntlet, der schwirrt auch noch rum seit Weihnachten und seit kurzem ja noch ein anderes Set und so weiter und so fort. Also wie gesagt, uns geht im Moment das nicht aus. Aber das sind halt immer mehr Projekte vom Kleinen. Ja, genau, die Gardinen. Die Gardinen. Und ja, das kann ein paar Wochen dauern, sagt Bluebricks, bis da die Ersatzteile kommen, weil sie behaupten, sie müssen die beim Hersteller ordern. Was ich ein bisschen spannend finde, dass die so ein paar Popelteile nicht aus dem eigenen Lager mal kurz locker machen können. Vor allen Dingen, wenn sich wohl offensichtlich rumspricht, dass das ein systematischer Fehler ist. Also wenn wir genau diesen Fehler im Set haben, diesen Bestückungsfehler im Set haben und der Held hat genau denselben auch, das sind ja schon mal zwei. Das ist ja schon mal ein bisschen merkwürdig, um es vorsichtig auszudrücken. Das klingt nach einem systematischen Fehler für mich. Und dass man dann nicht mal sagt, okay, wir legen uns ein paar von den Teilen hin und wenn sich einer meldet, schicken wir ihm sofort die Teile. Das finde ich schon, nun ja, bemerkenswert. Das ist hier ja ziemlich komplex. Das hätte ich jetzt dem Modell nicht so angesehen. Das sieht mir tatsächlich nach einer Pleuel-Tatsache. Ah, wir bauen uns tatsächlich einen Motor. Nicht einen richtigen Motor, weil das wäre ja von der Größe auch schwierig. Nicht unmöglich. Aber wir bauen uns tatsächlich einen Dreizylinder. Das finde ich interessant. So bin ich jetzt. Nein. Doch, du. Klar, drei Zylinder. Das haben sie natürlich auch gemacht, weil dieses Ding hier drei Vertiefungen hat. Bin ich noch richtig unterwegs? Ja, ich bin noch richtig unterwegs. Das ist natürlich blöd, weil diese eierigen Dinger davon, wenn es davon vier gäbe, käme das mit den vier Takten natürlich besser hin. Du hast einen Bluebrick-Shop. Wir haben hier irgendwo in Hamburg gibt es auch einen Bluebrick-Shop. Ich habe vergessen, wo. Aber mir reicht es. Ich war heute im Mediamarkt. Das hat mir schon gereicht. So viele Menschen, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Aber sehr, sehr vorbildlich mit hier Zertifikat gescannt und Perso verglichen. Sehr lobenswert. So, das haben wir hier. Tatsächlich einen kleinen, niedlichen drei Zylinder. Wie gesagt, vier wäre irgendwie cooler, weil dann würde es genau hinkommen mit diesen, schon wieder ein Teil zur Seite liegen. So, wo ist mein Liftarm? Zack. Ja, ich habe vergessen, wo in Hamburg der Bluebrick Shop ist. Dieselbe Farbe. Das ist die Farbe. So, jetzt rot. Kommen viele von denen hier vor. Ja, Aufkleber. Überspringen wir diesen unwichtigen Teil. So, das ist das. Und das kommt jetzt so. Na gut, das wackelt jetzt natürlich noch hin und her. Ach, das bauen wir jetzt. Ja, sowas liebe ich. Also baue es zusammen und es fliegt dir um die Ohren. Gut, also nochmal das Ganze. Es hatte auch jemand auf einem Discord-Server, wo ich unterwegs bin, da hatte jemand Bilder gepostet aus einem, das muss auch ein Bluebrick-Shop gewesen sein, der hatte da das Star Trek-Raumschiff Enterprise, den Karton.
Das gibt es ja jetzt auch zu kaufen. Das flasht mich jetzt. Ich bin zwar ein Star Trek-Fan, aber das flasht mich jetzt nicht so an, mir die Modelle da auch noch hinzustellen. Vielleicht so einen kleinen Borgwürfel, ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Aber nicht so ein Riesenmodell. So, das wäre die andere Seite. Ach, das, sowas mag ich nicht, wenn so zwischendurch alles so wackelig und klapperig ist. Achso, jetzt komm. Gut, das gibt ihm schon mal ein bisschen Stabilität. Die Achsstopper. Achso, jetzt, da kommt gleich noch was drauf. Das bringt keine Stabilität, aber Optik. Na. Wo muss ich denn da? Da muss ich gegenhalten. Ja, ich habe den noch nicht. Ich habe mich da noch nicht näher mit beschäftigt. Ich glaube, hatte der Held ihn nicht auch schon mal in der Hand? Ich glaube, den hat er einmal kurz ins Bild geholt und wieder weg. Ah, nee, doch, er hat noch zwei Worte drüber. Er meinte, das wäre cool, den beleuchtet zu haben. Ach, guck mal, habe ich wieder was. Ach, guck mal, da haben Sie mal, machen Sie mal zwei Dinge in einem Rutsch und ich verpenne es sofort. Okay, nachgeholt. So. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Teile. Teile. Steht da nicht. Das hatten wir doch letztens schon mal bei Lego, dass da nicht stand, wie viele Teile das sind. Es wird immer schöner. So nach dem Motto, interessiert doch nicht, wie viele Teile das sind. Oh, da ist er. Ja, das ist natürlich so eine. Ich habe, wie gesagt, das, ich gucke ja meistens die Videos nur so mit so einem halben Auge. Ich glaube, da war, ich hatte damals gesehen, als er noch so in der Entwicklung war, in der bunten Variante, da, das darf man natürlich nicht als Maßstab nehmen, aber in der farblich fertigen Variante sah er nicht so schlecht aus, wobei mir da noch ein bisschen zu viel, also da schwirrten immer noch so ein paar Farbkleckse rum. Bin ich nicht so firm im Universum, ob das vielleicht richtig ist. Aber wahrscheinlich, wenn es nicht leuchtet, ist es vielleicht, kommt es halt nicht so gut rüber. So. Ah, ihr beiden kommt jetzt hier dran und hat das auch ein netter Effekt mit diesen vier in einer Reihe. Das soll aber so. Du. Die Lücken sollen schlimm sein. Ja gut, wenn da Lücken sind, das ist natürlich doof. Wenn da irgendwie so wenn die Spaltmaße wie beim Tesla sind sozusagen. Andi, tu mir doch mal bitte einen Gefallen. Guck doch mal bei, wo muss man jetzt gucken? Bei Rebrickable oder bei Bricklink? Bei einem von beiden, ob du rausfinden kannst, wie viele Teile dieses Set hat. 42132, habe ich es richtig eingegeben? Ja, 42132. Weil das macht mich jetzt schon wieder wuschelig. Wieso machen die in letzter Zeit so ein Geheimnis daraus, aus wie vielen Teilen ihre Sets bestehen? Das hatten wir doch neulich erst. War das nicht bei dem Heavy Tow Truck auch so, dass da irgendwie die Teilezahl nicht drauf stand? Gut, zurück. Wie gesagt, das Teil ist mir persönlich unbekannt. Was nichts zu sagen hat, ich bin ja nicht der Held. Der könnte jetzt sagen, ups, der könnte jetzt wahrscheinlich sagen, in welchen Sets dieses Teil überall schon vorgekommen ist. Aber mir ist es noch nicht über den Weg gelaufen. Ja.
Aufkleber MyS. So, jetzt wird es interessant. Du daran. Da kommt eine Achse durch. Ich habe jetzt schon, wieso habe ich den anderen schon angebaut? Das ist wahrscheinlich, ich mag halt einfach nicht, wenn das so halb fertig aussieht. Jetzt gucken wir nochmal. 163 laut Lego. Okay, danke. Wieso schreiben die das nicht mehr drauf? Wie gesagt, beim Tow Truck war es auch schon so, meine ich, dass das nicht die Teilezahl draufsteht. Das will man doch wissen. Ich erwarte ja nicht, dass sie den Part-Out-Value draufschreiben. So, also du zur Seite. Du bist auch noch nicht dran. Jetzt kommen erstmal wieder eine ganz andere Baustelle. Und zwar wieder mit Dreierachse, Dreierachse. Oh, der letzte blaue große Pin. Wie gesagt, dieses Teil. Ich kenne immer nur so die Winkel, die dann so einen Bogen haben, die kenne ich nur so als halbe Liftarme und unten und ja, und dann aber nicht so ausgefüllt wie der hier. Ja, 163 ist wirklich nicht so viel. Ja, gut, da kommen wir später zu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt von der anderen Seite. Da soll ein Aufkleber. Was soll das für ein Aufkleber sein? Rücklicht oder was? Ja, tatsächlich. Das soll ein Rücklicht sein. Okay. So, jetzt kommt hier so eine Art Hochzeit. Und zwar der. Der. Und der guckt hier durch. Okay. Jetzt sieht es im Moment ein bisschen sehr lang aus. Ja, genau, das dachte ich mir. Jetzt klappen wir das nämlich. Ah, ich habe was vergessen, wie das so meine Art ist. Der kommt hier nämlich schon mal rein. Und jetzt klappen wir das nämlich irgendwie alles zusammen. So. Und schon ist das Ganze natürlich deutlich kompakter. Jetzt kommt natürlich erst, weil sonst wäre er im Weg gewesen, kommt der hier drauf. Natürlich mit dem Aufkleber, ja. Rallye-Streifen. So, jetzt. Das ist bestimmt. Achso, wir drehen das Ganze. Und jetzt kommt der dahin, das ist bestimmt eine Fußraste, würde ich mal sagen. Auspuffrohr. 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 Ja, man sollte auch die Achse voran und nicht den Pin voran, sonst wird das nichts. Zack, erstaunlich. Achso, ich wollte gerade sagen, erstaunlich wenig schwarze Pins, aber da liegen doch noch ein paar. So. Ja, kommt hin, so vom Winkel. Ja, soll ein bisschen so da überstehen. So. Ach so. Erst den daran. Und dann einmal hier durch die ganze Schose durch. Und der muss jetzt im richtigen Winkel, damit der da auch unter durchpasst. Sechser Achse. Wo ist die? Da ist die Scheibe. Mit einem roten Achsstopper. So. Na, nee, noch ein Stück. Jo. Dann Ruffufte Felge. Na.
So, jetzt muss ich gucken. Nicht so rum, sondern. Ach so, ja, weil das die schönere Seite ist. Kommt das. Oh, jetzt habe ich die Achse verschoben. Und hier kommt ein Achsstopper drauf. Ich habe dich nicht bei Wish bestellt, also funktionier bitte, ne? Und dann kommt das Ganze dahin. Umdrehen. Ein schwarzer Pin. Da, da, da. Gucken. Nee. Nee, 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 nee. Da. Sehr schön. Liegt der da drauf? Ja, euer Ernst. Der Sitz liegt auf dem Reifen auf. Das heißt, wenn ich den Sitz runterdrücke, kann ich den Reifen nicht mehr. Soll es eine Bremse sein oder was? Naja, vielleicht kriegt der hier ja noch irgendwie. Aber der liegt auf dem Reifen. Moment. Es sieht so aus, als wenn der auf dem Reifen tatsächlich aufliegt. Geil. Man kann mit dem Sitz bremsen. Das ist nicht euer Ernst. Okay, warten wir mal ab. Vielleicht kommt ja noch was. So, Monster Zahnrad. Zack, zack. Das ist jetzt auch eine sehr elegante Lösung. Das ist nämlich jetzt quasi eine Kettenführungsrolle. Ach ja, gut. War ja zu erwarten. 29. Wer zählt mit? Wollen wir tippen, ob Reserve dabei ist? So, 3. 4. 5. Na, 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 na. 6. 7. 8. 9. Ich habe keine Brille auf. 10. Haben wir jetzt schon verzählt. 11. 12. 13. Nee, 14. Ich habe den Ehrgeiz, dass sie alle richtig rum, also zur gleichen Seite zeigen. Nein, warum? 15. 16. 17. 18. 19. Andersrum. 20. 21. 22, 23, 24, 25, 26, andersrum 27, 28, 29. Und entweder habe ich mich verzählt oder Sie haben tatsächlich einen in Reserve. So. Wie machen wir die jetzt? Ach, da muss sie ja auch längs, da muss sie längs, da muss sie längs, da muss sie längs. Und dann hakt sie hier. Aua. Ja, wo habe ich die denn jetzt? Jetzt habe ich sie innen eingehakt. So. Ne? Das ist nicht deren Ernst mit dem Sitz, dass der Sitz da aufliegt. Das ist nicht deren Ernst. Vor allen Dingen, man könnte hier einfach einen blauen Pin mit einem, wenn man jetzt, oder habe ich jetzt wieder, nennt mich dämlich. Ey, ich bin so blöd manchmal beim Lego. Nee, nee, nee. Moment. Ah, also ihr könnt mich ruhig dämlich nennen, weil. Die haben genau das, was ich gerade als Idee hatte, das haben die auch. Nur ich hab den einfach an der falschen Stelle eingesetzt.
Das darf ich echt niemandem erzählen. Ne? Die haben natürlich genau das Problem gesehen, gewusst, erkannt. Und jetzt ist nur die Frage, wie schaffe ich es jetzt, den Pin da hinzukriegen, wo ich ihn hin haben muss. Weil genau das, was ich als Idee hatte, um das Problem zu lösen, ist der Grund, warum es das Problem eigentlich gar nicht gibt. Weil, genau, ne, könnt ihr sehen, da ist der Luftspalt. Ne, die haben hier einen blauen Pin mit einem einer Liftarm und ich hatte ihn da hingesetzt und das war halt einfach die falsche Stelle. Ach ja, ich habe es schon oft gesagt, ich sollte nicht um diese Uhrzeit noch mehr Lego bauen, weil ich dann einfach schon zu durch bin. Ich sollte morgens streamen. Frühmorgens. So, jetzt kommt hier ein ziemlich wuchtiger Linker. Supp. Da sehe ich jetzt schon mal was, was mir nicht so gefällt. Muss mal kurz hier gucken. Tatsache. Also, das hier, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Also mal abgesehen von den braunen Achsen, okay, geschenkt. Aber das hier als Bremsgriffe. Als es gibt doch die ein Drittel Achse und zwei Drittel Pin. Das wird mir, glaube ich, besser gefallen als zwei Drittel Achse und ein Drittel Pin. Aber ich glaube, wenn man jetzt sowas noch da drauf macht, dann wird es zu wuchtig. Da muss ich noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Jetzt wollen wir erstmal fertig werden, ne? Einstellige Uhrzeit, genau. So, morgen früh, 7:30 klingelt der Wecker und dann wird Unterhaltungszimmer live gehört. Das ist immer lustig. Ich mache Sport und die streamen. Dann kann ich immer unqualifizierte Kommentare in den Discord schreiben. Du musst aber dahin. Da hätte man ja wirklich mal einen Print gönnen können, wenigstens für den Scheinwerfer. Aber gut. Ah, jetzt kommt das hier durch. So, Scheinwerfer. Ach, der stößt gegen die roten, das ist gut. Dann hat das einen fixen Winkel. So, weiter im Text. Ja, das habe ich mir fast gedacht, weil ich den gerade da in den Fingern hatte. Sit. Dann zwei davon. Ach, guck mal. Von den braunen Achsen, muss ich zugeben, sieht man jetzt natürlich nur noch hier die Endpunkte. Sonst sieht man von denen ja gar nichts mehr. Das ist akzeptabel. So, wie geht's denn jetzt weiter? Wir bauen uns eine Gabel. Zack. So, hier habe ich immer so. So. Reifen. Von der, achso, jetzt die Achse durch. Hier noch ein Achsstopper, der verschwindet hier natürlich in der Vertiefung. Eine simulierte Scheibenbremse. Ich mache doch schon wieder Blödsinn. Ich sehe das doch schon wieder. Nein, tatsächlich. Natürlich mache ich Blödsinn. Ergibt ja überhaupt keinen Sinn.
So, wie kann ich das jetzt reparieren, ohne wieder die Achse rauszuziehen? So. Ja, lesen, reiten. Scheiße, drittes vergessen. Schwimmen gehen? Lesen, reiten, schwimmen? Ich weiß es nicht mehr. Ne? Der Account ist mir. Folge ich dem Account? Ich glaube, dem Account folge ich. Wenn ich mich recht erinnere. Aber ich schaffe es ja nicht mal hier ein 163-Teile-Modell fehlerfrei zusammenzubauen. Wie soll ich denn sonst noch irgendwas gebacken kriegen? So. Tada! Das wird jetzt ein bisschen wackelig. Okay. Ersatzteilabteilung. Ne? Kleinkram. Ja, und hier sieht man nochmal, ne? Da soll ein Aufkleber hin. Lesen, reiten, schwimmen. Habe ich ja doch richtig. Der Freundebuch. Freundebuch hieß bei mir noch Poesiealbum. Nicht Freundebuch. Poesiealbum. Mhm. Ja, jetzt werben sie hier nochmal mit dem tollen. Ich glaube, ich weiß auch wer. Na, hier wird nochmal auf den tollen Dreizylinder hingewiesen, den man hier sogar sehen kann, was natürlich ganz nett ist. Ja, Kette treibt an, lenken vorwärts, rückwärts. Ich bin begeistert. Teileliste ohne Teileanzahl. Ja, genau. Also. Was soll ich sagen? Es ist ganz, ich finde es insofern ganz schnuffig, dass das hier nicht fixiert ist, dass der Sitz rauf und runter klappt. Okay, geschenkt, jetzt legt er wenigstens nicht mehr auf den Reifen auf, liegt aber schön knapp über dem Reifen, wie man sich das bei so einer Maschine vorstellt. Sie rollt, wunderbar, lenken tut sie auch wie eine Eins. Wie gesagt, durch den breiten Reifen steht sie auch von alleine, die Mühle. Ach ja, stimmt, Freundebücher, die Freundebücher kenne ich halt von meinen Kindern. Die hatten vorgegebene Fragen, Antworten. Ins Poesiealbum hat man noch selber so reingeschrieben. Ja, dann wie gesagt, der Motor, ich weiß nicht, könnt ihr den, wenn ich das richtig halte, da, ja, dann fehlt die Schwerkraft, wenn ich das schief halte. Ja, man sieht dann ein bisschen die Zylinder höppeln. Also insofern schon gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, 8,29 Euro war der angesagte Preis, 10 Euro im Original. Ich weiß halt nicht, ob da einige neue Teile dabei sind. Ja, was ich halt schade finde, ist das Thema Aufkleber. Ne? Weil, ne, wenn man hier Scheinwerfer sieht, so natürlich doof aus. Da würde ich jetzt eher ein, wenn es die Platte, ich muss mal gucken, ob ich da eine Platte habe in Flat Silver oder so, dann würde ich die sofort in Flat Silver machen. Und mit dem Lenker, mit diesen Dingern hier, da würde ich halt auch gucken, ob ich nicht, wie gesagt, es gibt ja die Pins, ein Drittel Achse, zwei Drittel Pin. Dann, das werde ich mal ausprobieren, was schicker aussieht. So. Und wer sich jetzt fragt, warum zum Henker kauft er sich denn überhaupt so ein eigentlich Teile technisch völlig überteuertes Set, weil ich habe einfach an das Ding gedacht. Ne? Guck mal, und der hat nämlich einen ähnlichen Lenker und der hat einfach Achsen. Vielleicht wäre das sogar die bessere Lösung, einfach Achsen. Aber man, also jetzt geht es eben los. Jetzt vergleichen wir mal die beiden. Ne? Also nochmal zur Erinnerung, 9,99 runter auf 8,29, 8 Euro runtergesetzt von 14? Ich glaube, 14 war der offizielle Preis. Ist natürlich wieder klar, dass da Lego ein bisschen schwach gegen aussieht, rein teiletechnisch. Ne? Interessanterweise haben wir hier auch die Teile, die wir hier sozusagen als Pleuel haben. Die haben wir hier auch. Gut, es ist ein Quad, deswegen ist es zwangsweise. Ne? Aber wir haben hier... Eine Lenkung ist natürlich beim Quad viel komplexer. Wir haben vorne eine Federung, wir haben hinten eine Federung. Wir haben, und das passt nochmal gut zu dem Thema,
Den hast du auch gebaut. Ja, das, da habe ich ja auch einigen Mist gebaut. Falsch, aber das war wieder bei mir falsch gebaut. Und hier finde ich halt so genial bedruckte Technikparts. Ne? Bedruckte Technikparts. Hier geht es beim Drucken, wenn es um den Scheinwerfer geht, geht es nicht mal um ein Technikpart. Es geht um einen piefigen Teil Round 2x2. Da könnte man sich natürlich jetzt überlegen, hätte man da nicht auch diese Lösung hier, dann brauchst du kein Print und hast trotzdem einen geilen Scheinwerfer. Also wenn ich mir jetzt überlege, man macht jetzt hier eine Round Plate in, ja, eine Round Plate und dann so ein Ding, ach so, das ist inverted, das geht natürlich nicht. Also wie gesagt, da ließe sich bestimmt eine hübschere Lösung finden, die zu einem geileren Scheinwerfer führt, ohne Print, wenn sie halt partout keine Prints in der Preisklasse raushauen wollen. Insofern, wo sie sich natürlich ähneln, ist halt diese Kettengeschichte. Ne? Und hier, das kann ich euch jetzt gar nicht mehr zeigen, weil man den überhaupt nicht sieht, hier innen drin ist halt so ein klassischer Einzylinder-Lego-Motor, ne? Mit diesem gelben Kolben und so, so ein richtiger Motor, halt Einzylinder. Ob das jetzt realistischer ist als dieser Dreizylinder, aber ja, da ist halt ein richtiger drin. Dass hier mehr Teile drin sind, weil es ein Quad ist. Klar, hier in diesem Bereich haben wir natürlich die gleiche Materialstärke wie hier. Wir haben hier drei Liftarme nebeneinander. Wir haben hier auch drei Liftarme nebeneinander. Und man sieht gerade beim Lenker, dass es eigentlich, na, gleicher Maßstab ist es nicht, weil, ne, ich lege es mal auf die Seite, ich nicht gleicher Maßstab. Aber wie gesagt, das Ding hier, ne, 8 Euro, das Ding auch 8 Euro. Ist ein schönes Beispiel für halt den Preisunterschied, Preis-Leistungs-Unterschied bei, ich weiß gar nicht mehr, welcher Hersteller das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe es bei Bluebricks gekauft, aber welcher Hersteller es war, weiß ich nicht mehr. Aber wie gesagt, ist ein völlig schönes Modell. Wie gesagt, beim Bauen auch ein bisschen geflucht. Da habe ich, genau, da habe ich geflucht, weil ich so viele Fehler gebaut habe. Und das würde ich da auch mal ein bisschen auf die Anleitung schieben, weil das war ja so ein kleines, das war nur so ein kleines Heft. Also etwas größer als das hier war es schon. Aber es war relativ klein und hat dann teilweise halt auch so Bauschritte. Ja, wo man gar nicht richtig erkannt hat. Ich will hier den. Das ist. Ich möchte den Dings da drehen, den Schlittschuh, damit er parallel zum anderen ist. Genau. Also wie gesagt, die. Genau, Xingbao ist. Da habe ich ja noch was hier von Xingbao. Das waren die. Wir wollen auf die Versandkostenfreiheit kommen, als wir das Große gekauft haben. Genau. Und deswegen hatte ich den für 8 Euro und das Ding für 8 Euro. Das liegt da immer noch. Wird auch irgendwann mal gebaut. Vielleicht baue ich das ja auch mal. Xingbao. Genau. 8 Euro. 8,29 Euro. Von 14 runter auf 8, von 9,9, von 10 runter auf 8,30. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte es einfach nochmal. Ich finde das jetzt ein ganz schnuffiges Modell. Maßstabsgetreu ist natürlich, ich sage mal so, das Ding maßstabsgetreu zu dem als Motorrad, da sind wir dann schon fast bei der Ducati Piangale. Ihr wisst schon, die Ducati halt von Lego, wenn wir im Maßstab bleiben wollen. Das hier ist so, ja. Ich überlege jetzt, ob ich die beiden nebeneinander, den habe ich aus dem Keller, aus dem Regal geholt. Wenn ich den daneben stelle, sieht er ein bisschen einsam aus. Aber wie gesagt, ich will noch mal gucken. Ob ich da nicht irgendwas Schöneres habe, weil so nur mit diesem Weißen, das sieht natürlich nicht aus. Das sieht nicht aus. Und den Aufkleber. Oder drücke ich ein Auge zu und mache den Aufkleber drauf. Ich guck mal. Ich entscheide das, wenn ich mal, wenn ich in meiner Teileliste geguckt habe, was ich da für Alternativteile habe. Weil das sieht nicht aus. Wie gesagt, ne, guckt, wenn man nochmal hier die guckt, ohne Print, ohne alles. Aber das ist halt ein Inverted. Da müsste man schauen, wie man. Gibt es, warte mal, gibt es dieses Teil nicht auch andersrum? Na gut, das wird dann schon eine Kette. Wenn es das Ding andersrum gäbe,
Nee, gibt es, glaube ich, nicht. Dann könnte man natürlich genau den da draufsetzen. Naja, wie gesagt. Schauen wir alles mal. Jetzt habe ich wieder ein paar Lego-Technik-Ersatzteile. Das habe ich gerade letztens wegsortiert. Aber gut, das ist mein persönliches Problem. Gut, gibt es noch was zu sagen? Ja, mal schauen. Ich weiß gar nicht. Ich habe im Moment gar nichts so richtig zu. Also ich habe noch Sachen zu bauen, aber nichts, wozu ich jetzt unbedingt Lust habe zu bauen. Ich bin ja immer noch bei dieser Riesen, mit der Überlegung der Riesen-Lego, aber da sind so mehrere Sachen, die einander bedingen. Also wir müssen erstmal das große Blue Bricks Riesenbauernhaus fertig bauen. Das wird noch ein bisschen dauern, weil das ist ein Projekt eher vom Kleinen. Da baut er dran, wenn er Lust zu hat. Dann werde ich nämlich die Infrastruktur, die dann vorherrscht im Keller, nämlich sozusagen eine riesen Tischfläche, werde ich nutzen, um mal meine Lego-Teile wieder wegzusortieren. Dabei werde ich Sachen rausholen, um diese Lego-Minifigur, die dann ungefähr so, ich habe mal geschätzt, knapp 30 Zentimeter hoch sein wird, die zu bauen, erstmal unabhängig von den Farben. Wobei ich schon gesehen habe, mir fehlen auch ohne Rücksicht auf die Farben einige Teile. Aber egal, dann weiß ich nämlich, welche Teile ich in welchen Farben noch nachordern muss. Ja, genau, das ist erstmal das nächste Projekt. Oder ich baue zwischendurch mal das Tsingbao, was da unten steht. Aber das ist Noppen. Ich baue ja eigentlich so gut wie keine Noppen. Aber das werde ich mir dann überlegen. Oder was auch noch ein Projekt ist, was ich halt in Erwägung ziehe, ich habe da unten, da seht ihr nicht, da unten, da habe ich noch den Show Me, sage ich immer, also zeig mir Englisch, den Show Me, den weißen Flitzer, den ich nicht mehr sehen kann, den will ich loswerden und ich überlege ihn halt zum Kauf anzubieten, aber ich will ihn wieder zerlegen. Das habe ich ja auch noch nie gemacht. Ich hätte mal Lust dazu, den schön fein säuberlich zu zerlegen, aufzuteilen, nach Teilen ein bisschen zu sortieren. Ich habe jetzt meine frische Lieferung bekommen hier. So sieht es aus. Was ist das hier? TK-Gruppe. Import durch TK-Gruppe. Made in China. Das sind Ziplock-Beutel, Druckverschlussbeutel heißen die, in 30 Größen. Das hat 500 Stück insgesamt, habe ich schon mal bestellt. Davon habe ich noch welche übrig, weil so ein paar Größen sind kaum zu gebrauchen. Aber das heißt, ich habe jetzt auch wieder Potenzial oder Material, um es genauer zu sagen, um Sachen schön einzutüten. Ja, das ist ja dann die Idee, wenn ich den Shomi Me Too Racer dann zerlege, hübsch die Sachen irgendwie in Tüten verteile. Bauschritte hatte der sowieso nicht. Und vielleicht biete ich den dann erstmal auf Twitter an und sonst bei eBay, weil, wie gesagt, den weiß ich nicht, irgendwie habe ich keine Lust mehr, den hinzustellen. Außerdem kann man auch nicht immer nur kaufen, man muss auch mal wieder verkaufen. Ne? Aber das ist dann ein anderes Projekt. Gut, ich glaube, jetzt habe ich wirklich genug gesabbelt. Nochmal vielen Dank, Westkirchen Andi, für deine Live-Recherche. Wie gesagt, 163 Teile, ein paar mehr Teile. Und ja, mal schauen, womit es dann weitergeht mit irgendwas. Macht's gut. Tschüss.